Ja, ich bin erstmal sehr überrascht heute Morgen. Es ist mal wieder so typisch Biennales, finde ich super, super toll. Und ich finde, dass er erstmal super war. Ich mag so Provokation und dass er jetzt hier steht. Und allein jetzt schon die ersten ein, zwei Stunden, wo es hell ist, dass die Leute ins Gespräch kommen, hat es den Zweck schon erfüllt. Ich bin ganz gespannt, wie sich das ganze Projekt in den nächsten Tagen entwickelt. Ich glaube, es wird kein Wiesbadener Problem bleiben. Ich finde das im Rahmen eines Denkprozesses und im Rahmen eines öffentlichen Diskurses finde ich das gut. Eine Erdogan-Statue mit all den politischen Eigenschaften von ihm finde ich natürlich eher weniger gut, aber dadurch, dass es die Leute zum Diskutieren und zum Nachdenken anregt, finde ich das insgesamt eine gute Sache. Dass er da steht, ja, es ist beklemmend, weil wenn ich das in der Türkei machen würde oder wenn ich sage, als Jugoslawe, ich würde Tito jetzt halt hinstellen, hätte ich ein Problem damit, weil es wird keiner, sage ich mal, respektieren oder sonst irgendetwas. Und da sage ich mal, wenn man jemanden aufrütteln möchte, dann nicht nur eine Statue, sondern eine Erklärung dazu oder zumindest Leute, die dazu stehen und dann auch sagen, ja, weil das Ding steht jetzt halt hier und keiner nimmt Stellung. Tja, ich weiß gar nicht, ob ich es genial finde oder total daneben. Mein Hirn, ja, wendet sich permanent zur einen wie auch auf die andere Seite. Eigentlich haben wir hier eine wunderbare Herausforderung gerade mit dieser Statue auf dem Platz. Unsere Freiheitsanspruch, den wir mal haben, unsere Verfassung mal live zu testen. Finden Sie das in Ordnung als Deutscher oder als Mensch, sag ich mal? Ich frage Sie. Ich finde es als Kunstwerk in Ordnung, weil sich Leute damit auseinandersetzen. Genau, wenn das als Kunstwerk weiterhin bleibt, aber das ist keine Kunst mehr. Dann kann der Nächste kommen, was anderes draufschreiben, noch rassistischer werden, finden Sie das in Ordnung? Dann eskaliert die Lage. Und dann fragt man sich, warum sind die Ausländer so? Immer die Ausländer. Prozess. Also ich denke auch, wir haben gestern die Situation beobachtet. Ich war die ganze Nacht hier und habe auch mit der Polizei einen Dialog gehabt die Nacht über. Und wir haben das im Auge behalten, wie sich das entwickelt. Und es beruhigte sich dann auch in die Morgenstunden herein. Und, jetzt ist natürlich der erste Tag. Also sozusagen gestern Abend war das, glaube ich, noch eine vereinzelte Reaktion. Jetzt ist es natürlich mit der starken Medienpräsenz natürlich auch sehr öffentlich. Und jetzt muss man eben schauen, wie sich die Debatten und Diskurse hier am Ort entwickeln. Manchmal ist es gut, dass Kunst auch Aufsehen erregt oder dass Kunst Emotionen evoziert, die halt da sind. Und Kunst ist auch dafür da, dass man sich an diesen Sachen friedlich diskutierend, friedlich emotionalisierend austoben kann, weil das ist nicht so schlimm wie die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist immer ein bisschen schlimmer. Die Meinungen gehen ja breit auseinander. Wie in unserer Gesellschaft. Wir müssen damit leben, in einer freien Gesellschaft, dass Meinungen sehr weit auseinandergehen. Und wir müssen versuchen, die Extreme davon zu überzeugen, dass in der Mitte der Gesellschaft, da wo wir Meinungen wirklich austauschen können, der bessere Platz ist. Jetzt wurden ja auch hochlaut, dass die Statue wieder entfernt werden soll. In diesem Land ist die Kunst frei, so wie die Presse frei ist. Und die Meinung ist auch frei, jeder kann seine Meinung äußern. Und weil die Kunst frei ist, steht das da.